Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber verehrter Herr Kröpelin, es ist mir eine ausnehmende Freude, Sie in diesen wunderbaren Räumen der Frankischen Stiftung zur Verleihung des Kommunikatorpreises 2017 begrüßen zu dürfen. Wir verleihen diesen Preis nunmehr zum 18. Mal. Und nicht leicht eigentlich, muss man sagen, könnte das an einem Ort geschehen, der dafür noch passender wäre als die frankischen Stiftungen. Die Stiftungen sind nämlich dem aufgeklärten Anspruch verpflichtet, Wissenschaft und Gesellschaft, schulisch, aber auch sonst, aufeinander zu beziehen. Und sie haben damit begonnen, im Zeichen pietistischer Seelensorge, als die Wissenschaften, wie man in der Kunst- und Naturalienkammer hier sehen kann, als die Wissenschaften noch nicht disziplinär auseinandergetreten waren und als sie noch sehr unmittelbar sich beziehen ließen auf die sie umgebenden Sozialsphären. Und die Stiftungen haben diesen Anspruch, Wissenschaft und Gesellschaft aufeinander zu beziehen, sie haben diesen Anspruch die letzten 320 Jahre tatsächlich durchgehalten, über alle grundstürzenden Veränderungen zu unserer hochtechnologischen Wissenschaftsgesellschaft hin. Es ist eine Ehre, hier zu Gast sein zu dürfen. Und ich danke Ihnen, lieber Herr Müller-Bahrke, dafür, dass Sie uns Ihr wunderschönes Haus geöffnet haben. Die Verleihung des Kommunikatorpreises, meine Damen und Herren, zum Auftakt der DFG-Jahresversammlung ist unterdessen zu so etwas wie einer guten Übung geworden. Denn diese Verknüpfung von Festakt und Gremiensitzungen unterstreicht geradezu programmatisch das Gewicht, das wir der gesellschaftlichen Kommunikation von Forschung und dabei besonders auch der persönlichen Initiative, dem individuellen Engagement einzelner Forscherpersönlichkeiten zumessen wollen. Dass wir dieses Gewicht etwa überbetonten, das, so meine ich, wird man angesichts aktueller und bedrückender Entwicklungen in vielen Wissenschaftsgesellschaften, das wird man gewiss nicht behaupten können. Es sind aktuelle und besorgniserregende Entwicklungen, die mit wachsenden Ressentiments gegenüber den Wissenschaften, gegenüber ihren Institutionen, gegenüber ihren Vertreterinnen einhergehen und auch einhergehen mit autokratischer Wissenschaftsfeindschaft und Anti-Intellektualismus. Weil wir hier in einer Schulanstalt sind, will ich lediglich daran erinnern, dass nach der, man muss sagen, Säuberung der türkischen Universitäten des Erdogan-Regime nun in der vergangenen Woche auch die darwinische Evolutionstheorie aus den türkischen Schulen verbannt hat, mit der wahrhaft zynischen Begründung, dass sie für Kinder zu kompliziert sei. Es ist dies lediglich ein besonders trauriges und drastisches, aber durchaus kein einzigartiges Beispiel für Herausforderungen, von denen man lange hin meinen mochte, dass sie eigentlich der Vergangenheit angehörten. Die Wissenschaften werden mit dieser Art von Herausforderungen, sie werden mit ihr lernen, umzugehen, werden lernen müssen, mit ihnen umzugehen, mit vielen und mit vielfältigen Anstrengungen. Sich öffentlich zu erklären, gehört zu diesen Anstrengungen dazu und ebenso auch die Vermittlung von Forschungsfaszination und das Werben um Verständnis für die Fragen, für die Vorgehensweisen der Wissenschaften und für den genuinen Status ihres Wissens. Doch würden wir uns schließlich kaum Erfolge dieser Anstrengungen, des Werbens für das Verständnis um die Wissenschaften und in ihre Eigenarten, doch würden wir uns schließlich kaum Erfolge dieser Anstrengungen vorstellen können, ohne diejenigen, die gesellschaftliches Vertrauen in die Wissenschaften befördern, indem sie einer glaubwürdigen Forschung öffentlich ihr Gesicht und ihre Rede leihen. Das hat seine eigenen Momente des Erfülltseins und, denke ich mir, hier und da wohl auch seine eigenen Momente der Frustration. Und deswegen gibt es den Kommunikatorpreis als Auszeichnung besonderen Engagements
und zur Unterstützung der Fortsetzung dieses besonderen Engagements und selbstverständlich auch als ein Zeichen der ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und der deutschen Forschungsgemeinschaft. Seien Sie also alle auf das Herzlichste willkommen zu dieser Preisverleihung. Allen voran Sie, verehrter Herr Kröpelin, mit Ihrer Familie. Sehr herzlich gratuliere ich Ihnen jetzt schon zum Kommunikatorpreis. Und Sie, verehrter Herr Präsident, lieber Jörg Magnifizenz, lieber Herr Sträter, denen ich an dieser Stelle ausdrücklich dafür danken will, dass die Leopoldina und die Martin-Luther-Universität, die DFG, mit ihrer Jahresversammlung in diesem Jahr in diese schöne Stadt und bei so überraschend gutem Wetter eingeladen haben. Bei weitem, also es gibt ja Leute, die schon öfters Kommunikatorpreisverleihungen erlebt haben. Es gab schon drückend heiße Tage. Es ist heute geradezu von heiterer Wohltemperiertheit, aber Wohltemperiertheit in den Frankischen Stiftungen versteht sich ja sozusagen von selbst. Ebenso freundlich begrüße ich die Parlamentarier des Landtags von Sachsen-Anhalt, Herrn Bürgermeister Geier, der Stadt Halle, die Mitglieder von Präsidium, Senat und Hauptausschuss der DFG, die Vertreterin unserer Mitgliedseinrichtungen, die Repräsentantinnen von Akademien und anderen Wissenschaftseinrichtungen, zumal Sie, liebe Frau Brockmeier, die Vorsitzende des Wissenschaftsrats. Und ebenso herzlich will ich begrüßen frühere Kommunikatorpreisträger, natürlich Onur Güntürkün, Hans Hatt, den habe ich noch gar nicht gesehen, und Günther Ziegler und verbunden mit einem besonderen Dank die Mitglieder der Jury und deren Vorsitzenden Frank Allgöwer, der auch die Laudatio auf unseren diesjährigen Preisträger halten wird. Lieber Herr Warner, last but not least will ich Ihnen ein besonders herzliches Willkommen sagen und ein ebenso herzlichen Dank an Sie persönlich und an den Stifterverband, dem Sie präsidieren, für das besondere Engagement, das Sie der Wissenschaft, dann auch der DFG und dem Kommunikatorpreis widmen. Es ist mir ein Vergnügen und eine Ehre, gleichermaßen mit Ihnen diesen Preis gemeinsam verleihen zu können, aber erst, nachdem Sie selbst uns begrüßt haben. Bitte schön.